Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und in dieser Episode stelle ich Melli von Ergoling eure Community-Fragen. Sie ist Ergotherapeutin, spezialisiert auf kindliche Entwicklung und selbst Mama von 2 Kindern. Wir klären heute, warum Eltern manchmal einfach etwas geduldiger sein sollten, was Batman damit zu tun hat, wenn mein Kind malen lernen soll und wann Ergotherapie überhaupt notwendig ist. Und dann würde ich sagen, legen wir los, Melanie. Cool, dass du heute bei mir zu Gast bist. Ich freue mich total. Ich habe dich gerade schon mal ganz kurz vorgestellt, aber erzähl doch bitte unserer Community, wer du bist und was du so machst. Ja, hi, erstmal an alle da draußen. Ich bin die Melli von dem Kanal Ergoling, bin zweifach Mama und habe seit fast 12 Jahren eine Ausbildung als Ergotherapeutin, bei der ich mich quasi auf die Kinder spezialisiert habe. Das heißt, ich wollte mich schon so ein bisschen als Experten für Kindesentwicklung sehen, denn das ist so mein Steckenpferd, sage ich jetzt mal, für das ich auch total brenne. Und ich arbeite in einer Frühförderstelle, das heißt, ich habe quasi Kinder in der Therapie von 0 bis 6 Jahren und habe die Aufgabe, die quasi schulfit zu machen. Und hast dir nebenbei auch noch die Aufgabe auferlegt, auf Instagram zu teilen, was es denn da so alles Wissenswertes über Ergotherapie gibt. Ich finde das mega spannend, ich finde es auch immer total toll zu sehen, was es alles für Möglichkeiten gibt, weil da kommt man ja selber so als Elternteil gar nicht drauf. Aber mich würde mal interessieren, wie bist du denn zu dem Thema Ergotherapie gekommen, schon vor deinen Kindern oder mit deinen Kindern? Also tatsächlich kam das mit meiner Cousine. Meine Cousine musste damals von quasi rechts auf links umtrainiert werden. Und meine Tante sagte dann zu mir, Mäuschen, ich glaube, das ist genau dein Ding. Das ist genau deins. Und dann habe ich mich damit so auseinandergesetzt, das war vor 15 Jahren, und dachte, oh ja, das ist genau meins, das ist genau meins. Also ständig mit Kindern und trotzdem irgendwie Action. Und ja, mir ist es quasi auch wichtig gewesen, damals irgendwie was zu machen, was nie langweilig wird. Und das traf in allen Kategorien, die ich mir für den Job vorgestellt habe, echt zu 100%. Und dann bin ich quasi vor 9 Jahren ja Mama geworden. Und habe das noch mehr lieben gelernt, ja, weil wenn man eigene Kinder hat und so die eigenen Kinder dann beobachten kann, was dann so passiert, dann kann man natürlich auch die anderen Mamas besser beraten, sage ich jetzt mal. Weil es kamen dann schon komische Blicke, wenn man so gefragt wurde, Mensch, haben Sie denn eigene Kinder? Nein? Ach so, okay. Also das wurde nicht groß kommentiert, aber naja, wie das denn manchmal so ist, das ist natürlich denn schon noch authentischer, wenn man eigene Kinder hat und auch so aus seinem eigenen Leben quasi erzählen kann. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil man weiß es tatsächlich ja auch als, wenn man wirklich Mama ist, weiß man es dann einfach auch ein bisschen besser. Also ich hätte mir auch nie vorstellen können, wie kompliziert dieses Schlafthema sein kann, bevor ich Mama geworden bin. Und deswegen, wenn jemand zu mir sagt, ja, ich kann mir das schon vorstellen und derjenige hat keine Kinder, dann sage ich nein. Nein. Nein, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, das kann ich. Ja, voll cool. Aber jetzt musst du mal Unwissende ein bisschen aufklären. Und zwar, was versteht man denn unter Ergotherapie? Wofür braucht man Ergotherapie? Beziehungsweise wann wird denn so eine Therapie verordnet? Also Ergotherapie ist quasi das Pendant zur Physiotherapie. Physiotherapie kennen ja eigentlich fast alle. Ja, da gehe ich hin, wenn ich irgendwie Schmerzen habe oder wenn ich mir irgendwie eine Muskelverletzung zugezogen habe. Und Ergotherapie ist quasi eine Therapieform, die einem zeigt, entweder wie ich mit einer Behinderung oder mit einer Änderung meiner Lebensumstände zurechtkomme. Das heißt also, die größtmögliche Selbstständigkeit des Patienten steht im Vordergrund. Wie komme ich quasi wieder zu mehr Lebensqualität, zu mehr Selbstständigkeit? Und in Bezug auf die Kinderschiene sozusagen, kann ich mir das vorstellen, wenn ich es nicht kenne, wie eine Art Anleitung, etwas Neues zu erlernen. Und da schauen wir uns natürlich auch die Basis sozusagen an. Ja, wie funktioniert das mit der Wahrnehmung? Wie passt das mit der allgemeinen Entwicklung? Brauche ich denn zum Beispiel, wenn es jetzt mein Therapieziel ist, dass das Kind im Kindergarten selbstständiger wird? Was brauche ich dafür, damit das Kind es alles alleine machen kann? Und da führen wir quasi über Spiel, weil das ist ja auch der Alltag von den Kindern, die Kinder ans Ziel,
und sorgen quasi auch dafür, dass sie dann natürlich letztendlich ihre Ansprüche, die sie haben und auch die Eltern haben, dass die alle vereint werden. Also man guckt natürlich dann schon, das langfristige Ziel ist ja dann natürlich Schulreife oder eine bessere Konzentration im Schulalltag. Sowas sind ja dann auch so Dinge. Aber grob gesagt ist Ergotherapie wirklich was für 0 bis 99 Jahren. Also man muss es dann natürlich immer auf die Schiene sozusagen anpassen, in der ich mich befinde. Wir fokussieren uns hier jetzt ja mehr auf die Kinder, genau, und nicht auf die Erwachsenen und haben deswegen auch in unserer Echte-Mamas-Community gefragt, was denn da so, sag ich mal, den Mamas auf der Seele brennt, was die gerne zum Thema Ergotherapie wissen möchten. Und da kamen viele, viele spannende Fragen rein. Und wenn es für dich okay ist, würde ich dir jetzt gerne einfach stellen. Ja, auf los geht's los, würde ich sagen. Und zwar möchte eine echte Mama wissen, wie erkenne ich selbst, ob mein Kind Ergotherapie brauchen könnte? Also da bin ich ganz, ganz ehrlich. Wir müssen als Mamas, und das betone ich auch, wir müssen ganz doll wieder auf unser Bauchgefühl hören. Ich habe in den letzten 12 Jahren, wo ich quasi wirklich mich intensiv mit Kindern beschäftige, immer mehr das Gefühl, dass immer mehr Mamas googeln und sich auch so vom Außen, sei es Mamas, Schwiegermamas, Erzieher oder, sehr beeinflussen lassen. Ja, also auch im Freundeskreis sehe ich das. Oh, ich muss mal googeln, was du da gestern erzählt hast. Warte mal, du sitzt mir doch gegenüber. Lass mich doch einfach das erklären. Man muss nicht alles immer googeln. Und ich glaube, da muss man auch wirklich auf sein Bauchgefühl hören. Die Mamas sind die Experten von ihren Kindern. Selbst wenn ich mit 12 Jahren Berufserfahrung daherkomme, kann ich trotzdem nicht sagen, ich bin von Kind XY der Experte. Weil jedes Kind hat sein eigenes Tempo, jedes Kind hat seinen eigenen Charakter und jedes Kind hat auch quasi seine ganzen Eigenheiten, die Mama natürlich am allerbesten versteht. Und da bin ich wirklich dafür, dass man sagt, Mensch, vielleicht auch nicht in diesen direkten Vergleich zu gehen mit, der Nachbar hat auch ein Kind in dem Alter und der kann dies schon, der kann das schon, sondern allgemein zu gucken, ist das Kind denn zum Beispiel jetzt Thema Krabbeln, Thema Laufen lernen, Thema Motorik. Ist das Kind denn schon immer eher der für motorische Dinge zu lernen immer etwas länger braucht? Dann brauche ich ja nicht erwarten, wenn es denn krabbeln kann, dass es im Fingerschnipsen laufen kann. Sondern dass man wirklich guckt, ist das eine kontinuierliche Geschwindigkeit des Erlernens? Gibt es denn Sachen wie zum Beispiel die Sprache, die dann besser klappen, die dann frühzeitiger sind als das Laufen lernen zum Beispiel? Ja, das ist immer so eine Kombi. Sprechen und Laufen lernen ist immer so einer der größten Triggerpunkte in meinem Job, sodass man quasi wirklich das Rundumpaket auch einfach betrachtet und guckt, ist jetzt irgendwie eine Auffälligkeit. Ja, also die ersten 1,5 Jahre war die motorische Entwicklung ganz, ganz normal für einen selbst. Die verlief recht gut und der Kinderarzt hatte auch nichts zu meckern. Und dann auf einmal kam, ach Mensch, das dauert jetzt alles irgendwie so lange oder das Kind ist irgendwie auffällig in seinem Gleichgewicht, sage ich jetzt mal, er stolpert oft. Dass man da einfach quasi wirklich den Rundumblick hat und nicht immer direkt in diesem Vergleich mit anderen Kindern geht. Da würde ich ganz, ganz doll drauf hinweisen wollen. Und wenn man dann irgendwie Bauchweh hat oder sich viele Sorgen natürlich als Mama auch macht, dass man da rechtzeitig den Kinderarzt oder Kinderärztin halt auch aufsucht und sagt, Mensch, ich mache mir irgendwie Sorgen, können Sie bitte draufschauen? Ja, denn der Kinderarzt macht regulär seine U-Untersuchungen. Wenn da jetzt nicht wirklich was auffällt und Mama nicht OO schreit, dann rocken die in 5 Minuten ab, wenn überhaupt. Ja, und dann fällt das natürlich auch nicht auf. Und umso eher ich meine Sorgen anspreche, umso eher kann der Kinderarzt entweder sagen, Mensch, ist alles in Ordnung, wir können das ganz entspannt angehen oder auch wirklich sagen, oh, Sie haben, glaube ich, recht. Wir lassen da mal einen Experten wie einen Ergotherapeuten drauf schauen, was der dazu sagt. Ja, jeder ist ja so der Experte in seinem Sein und der Kinderarzt gibt oft sowas auch ab und sagt, ich würde das gerne einfach mal einem Ergotherapeuten vorstellen und dann gucken wir, was der mir als Rückmeldung gibt. Und das ist, glaube ich, der einfachste Weg.
Das ist auf jeden Fall auch clever. Auch wo du das jetzt gesagt hast, mit dem jedes Kind hat sein eigenes Tempo. Wenn es danach ging, dann hätte ich mich zum Beispiel bei unserer Tochter auch verrückt machen müssen, weil die mit 10 Monaten erst gerobbt ist. Ja, also wo dann auch andere gesagt haben, oder ja, nicht gesagt haben, aber ich kannte es einfach so aus der Familie, dass zum Beispiel eine meiner Nichten hat mit 6 Monaten das Krabbeln angefangen. Und wir haben glücklicherweise von Anfang an einen Osteopath gehabt, der uns gesagt hat, eure Tochter hat einen großen Kopf. Das heißt, alles, was die motorisch macht, wird bei ihr vermutlich länger dauern, weil es einfach auch anstrengender ist, diesen großen Kopf von links nach rechts zu bewegen, nach oben zu bewegen und so weiter. Also macht euch da keinen Stress. Und das hat mir tatsächlich sehr viel Ruhe auch gegeben, weil ich gedacht habe, das kommt schon alles so, wie es kommt. Wir haben sie auch nie irgendwie aufgesetzt. Ja, wir haben gewartet, bis sie sich selber aufsitzt. Aber das können wichtig. Ja viele Eltern auch nicht abwarten. Und ne? Ja, das ist so wichtig. Und du sprichst mir aus meinem Expertenherz. Weil es einfach so wichtig ist, dass wir Geduld haben mit unseren Kindern. Ja? Ja, also weißt du, wenn ich dir jetzt sagen würde, du, weißt du, wir lernen jetzt Spanisch. Morgen musst du die ersten 10 Wörter können. Machst du dich verrückt. Ja, weil du weißt, du hast einen Anspruch. Und wenn ich als Mama einfach auch das Signal gebe, das ist in Ordnung, wenn du dich jetzt ausprobierst. Ja, und ich vergleiche das ganz oft mit so einer Wassermelone und sage den Eltern, stellt euch doch mal vor, ihr kriegt jetzt noch zu eurem Kopf einen riesengroßen Helm gleich einer Wassermelone auf. Da braucht ihr ja auch erstmal eine Zeit, bis ihr mit diesem Ding da oben zurechtkommt. Ihr braucht vielleicht neue Muskulatur, ihr braucht neue Strategien. Ja, und der Aufrichtungsprozess, das Laufenlernen, beginnt nun mal am Kopf. Und das ist die stabile Basis. Wenn ich da nicht geduldig bin, den Kopf in die richtige Richtung drehen und heben zu können, dann wird es quasi mit all dem, was folgt, auch nichts. Also ich brauche leider Gottes bei der Kinderentwicklung viel Geduld. Das ist natürlich, dass du das ansprichst, für mich gerade Gold wert. Ja, es war beim Laufen jetzt auch das Ähnliche, aber da kann ich auch vielleicht ein Insight von uns teilen, weil ich nämlich immer gefragt wurde, boah, wie habt ihr das denn gemacht, dass ihr die nicht die ganze Zeit an den Händen halten musstet beim Laufen lernen? Da habe ich gesagt, ich habe es gar nicht erst angefangen. Richtig, genau. Ich habe die so lange sich an den Möbeln entlang hangeln lassen, bis sie halt einfach stabil genug war und irgendwann halt losgelaufen ist. Genau, das ist bei mir auch ganz ich oft. Ich will nie mir den Rücken kaputt machen und beim Kind hinterher watscheln. Ich habe von unserer Nachbarin gehört, ja, ich bin ein halbes Jahr nur gebückt die ganze Zeit mit dir rumgelaufen. Also, ich bin doch nicht wahnsinnig, warum mache ich das denn? Und habe dann einfach gesagt, nee, wir gucken jetzt einfach, ob die das selber hinkriegt. Ja. Und so mussten wir eigentlich nahezu nie unterstützen. Und sie ist so auch von Anfang an, sage ich mal, selbstständig und stabil genug gewesen, um sich auch zu trauen, dann neue Sachen auszuprobieren. Natürlich sind Stürze passiert, aber das gehört ja auch irgendwo dazu. Das muss man lernen. Aber sie war zum Beispiel nie so unsicher, dass sie immer die Hand von der Mama gebraucht hätte, um irgendwo hinzulaufen. Und das fand ich persönlich ganz cool. Also das haben wir vielleicht dann intuitiv richtig gemacht, einfach nur, weil ich keinen Bock hatte, die ganze Zeit gebückt rumzulaufen. Aber das Problem ist, glaube ich, auch, dass der Gesellschaftsdruck natürlich sehr hoch ist. Ja, auch dein Kind kann ja immer noch nicht laufen und du musst doch mal helfen und du musst doch mal dies und du musst doch so. Da entsteht natürlich innerlich auch so ein, oh, jetzt muss ich aber. Und ich glaube, man wird viel, viel mehr belohnt, wenn man halt wirklich die Geduld aufbringt und das einfach machen lässt. Weil auch natürlich, wenn man sich das anschaut, wenn ich auf die Straße gehe, läuft keiner mit Armen nach oben und sagt, so, habe ich laufen gelernt. Also die Kinder müssen, ich übertreibe jetzt natürlich, ja, aber die Kinder müssen, wenn sie an den Händen laufen lernen, zweimal laufen lernen. Weil das eine ganz andere Belastung der Muskulatur und Gelenke ist. Also ist es eigentlich auch für, wenn man quasi von außen das Ganze mal betrachtet, ist es sinnlos. Weil die Kinder dann natürlich merken, oh, Mama kommt immer. Es gehört also für mich zum Laufen dazu, dass Mama mich anfasst. So, und dann sind die auch gerne mal so einnehmend, dass sie sagen, bis zum 20. Lebensmonat gib mir deine Hände. Ja, so wie deine Nachbarin es beschreibt. Und dann merken sie, Mama und Papa wollen das alles hier irgendwie nicht mehr. Jetzt muss ich ja doch lernen. Also hätte man sich das Ganze auch sparen können und sagen können, ich warte einfach noch 4 Wochen, dann läuft das Kind alleine. Meine Tochter ist auch relativ spät gelaufen mit 14 Monaten. Aber die ist einfach aufgestanden und losgelaufen.
Die ist mit 14 Monaten irgendwann mitten im Raum aufgestanden und ist ihre 3-4 Meter am Stück sicher gelaufen. Und das war für mich auch so dieses, ja, jetzt hat sich die Geduld gelohnt. Und ich glaube, da muss man auch wirklich mehr die Mamas und Papas und die Eltern und die Omas, was weiß ich, da draußen auch einfach ermutigen und sagen, habt einfach Geduld, vertraut in eure Kinder. Wir hatten früher auch keine Lauflernwagen und was es alles für einen Schnatter gibt, den man überhaupt nicht braucht. Das ist Geldrausschmeißerei. Das ist für mich der unnützte Kram überhaupt. Und ja, klar will man für sein Kind das Beste. Und man will natürlich auch, dass das Kind schnell lernt und was weiß ich, ja. Aber sind wir mal ehrlich, wenn das Kind laufen lernt, dann will ich ja auch, dass es halt auch sicher fallen kann. Ja, auch fallen gehört dazu. Stürze, die du beschreibst, das muss ich auch lernen. Das ist quasi ein Reflex, den ich erlernen muss, sicher zu fallen. Ich muss natürlich, wenn ich stürze, meine Hand da nach außen kriegen oder die Hände vors Gesicht, damit ich nicht mit dem Kopf auf das Pflaster oder wo knalle. Ja, das muss ich auch lernen. Und das lerne ich nicht, wenn mich ständig jemand festhält. So, apropos Lernen, machen wir mal weiter mit unseren Fragen. Wir haben noch ganz, ganz viele. Was auch ganz viele Mamas wissen wollten, ist, zahlt denn die Krankenkasse Ergotherapie? Ja, wenn der Kinderarzt jetzt sagt, so, jetzt muss die Ergotherapeutin ran, gibt es, ähnlich wie bei der Physiotherapie, ein Rezept. Und bei Kindern ist quasi Physiotherapie und Ergotherapie jetzt zuzahlungsfrei sozusagen. Und es gibt quasi eine Begrenzung an Einheiten, die man bekommt, das nennt sich dann quasi, das sind die Einheiten im Regelfall. Das sind meistens 60 Stunden, Therapiestunden, die dort verordnet werden. Aber es gibt auch noch den Fall, wie bei mir, ich arbeite ja in einer Frühförderstelle, da wird das Ganze quasi nicht aus dem Topf der Krankenkassen bezahlt, sondern aus einem anderen Topf. Und da gibt es dann quasi ein Jahreskontingent sozusagen, was der, was da freigeschaltet wird. Und auch das ist nicht zuzahlungspflichtig. Was jetzt gerade so aktuell das Problem ist, dass ganz viele Wartelisten einfach auch prappevoll sind. Also ich habe gestern mit einer Mama gesprochen, die gesagt hat, dass die Warteliste so voll ist, dass sie gar keinen mehr annehmen für die Warteliste, weil sie das in den nächsten 2 Jahren nicht abarbeiten können. Und deswegen habe ich quasi auf meinem Kanal so eine Art Elternsprechstunde ins Leben gerufen, dass man einfach vielleicht auch kurze Dinge besprechen kann. Ja, wenn man jetzt, wie du sagst, Mensch, das Kind läuft einfach nicht, was mache ich denn falsch und wie kann ich das unterstützen? Dass man quasi diese 2 Jahre auch irgendwie mit einem guten Tipp, mit guten Möglichkeiten auch einfach überbrücken kann, bis dann wirklich die Ergotherapie ja auch besucht werden kann. Das ist super, dass du das jetzt schon so beantwortet hast. Wäre nämlich die nächste Frage gewesen, wie ich das Kind in der Wartezeit unterstützen kann. Aber das wissen wir ja jetzt schon. Genau. Aber vielleicht auch mal eine andere Frage, weil die Wartelisten platzen und wahrscheinlich auch, ja, keine Ahnung, viele Eltern denken, es muss jetzt aber irgendwie vorangehen. Aber wann braucht ein Kind denn keine Ergotherapie? Glaubst du, dass vielleicht auch einige gehen, die ja jetzt eigentlich gar keine bräuchten? Nicht unbedingt, weil ich glaube, dass die aktuelle Situation wirklich auch dazu beiträgt, Eltern zu ermutigen, einfach sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen und dass Kinder dann auch frühzeitig quasi wieder, ich sag jetzt mal, entlassen werden aus der Therapie, weil man für die Therapeuten sozusagen ja gut einschätzen kann, braucht es das jetzt wirklich, weil einfach eine sensorische Störung zum Beispiel vorliegt, oder ist es jetzt eher ein Übungsprozess, ja, dass man sagt, passen Sie auf, wir machen jetzt 3-4 Sequenzen, dort zeige ich Ihnen, was Sie alles üben müssen, dann kommen Sie vielleicht in einem halben Jahr nochmal, weil einfach auch die Therapeuten gerade, glaube ich, danach gucken, was hat Priorität? Was kann man auch super mit einer guten Anleitung zu Hause machen? Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Wie lange muss man denn durchschnittlich, sag ich mal, rechnen oder wie viele Stunden, bis man tatsächlich in der Ergotherapie Fortschritte sieht? Also bei mir sieht man das immer relativ schnell, weil ich einen Ansatz nutze, der vielleicht
den vielleicht nicht jeder Therapeut nimmt, aber bei mir sehr, sehr viel gebracht hat. Also ich versuche wirklich über die Motivation des Kindes zu gehen. Ich nenne das mal als Beispiel. Ja? Zum Beispiel, ein Kind möchte nicht malen, weil es keine Lust hat und hat dann natürlich auch im Kindergarten so Auffälligkeiten, es kann nicht mit dem Schere umgehen, der Stift wird zu stark gehalten, das Kind drückt zu sehr auf. Das sind so typische Dinge, die uns in der Ergotherapie auch an oder die wir antreffen. Und da versuche ich wirklich, aus der Sicht des Kindes zu denken. Und nehmen wir mal an, es sitzt da ein Junge, der total auf Batman steht. Ja, ich muss immer so an meinen Sohn denken. Der hat mit 3 mit der Schere umgehen können wie ein 8-Jähriger. Der hat gemalt wie Picasso für mich. Ja, das ist ja immer so die Wertung einer Mama. Aber im Kindergarten wollte der das alles nicht. Aber ist ja logisch. Der fuhr auf Batman ab, das war, alles war Batman. Kleidung, Bettwäsche, Serien, das war alles auf Batman ausgelegt. Und die Erzieherin kam immer ja so Blumen ausmalen. Ja, logisch malt er die nicht aus. Da hat er gar keine Lust drauf. Mhm. Ja, also, ja. Ich spreche also diese Motivation an über das, was das Kind total genial findet. Das heißt also auch, es wird bei mir nie eine Stunde geben, in der das Kind malen muss, wenn es wegen dieser Störung, wegen diesem Problem sozusagen kommt. Weil das ist ja genauso, ich gehe zum Beispiel null auf so Laufen gehen, Marathon. Kriege ich die Krise, wenn ich daran denke, dass ich irgendwie 5 Kilometer durchlaufen muss. Meine Motivation sinkt gleich auf Fußbodennähe. Und wenn man mir denn aber sagt, du pass auf, lauf doch mit mir mit, dann versucht man mich natürlich zu motivieren. Und was macht man denn irgendwann? Ja gut, ich mache das halt, weil du mich ja so oft jetzt bittest. Meine Motivation steigt aber nur ein ganz kleines bisschen. Und wenn ich dann loslaufe und der, wegen dem ich mitlaufe, sofort lossprintet, gehe ich nach 3 Metern wieder zurück und sage, ne, kannst du alleine machen. Mhm. Wenn ich das also auf ein Kind ummünze und sage, Mensch, komm, wir malen, ich will dir zeigen, wie das geht. Das Kind macht ja nur, ja, mit, weil ich es irgendwie nett drum bitte. Ich bin ja die Fremde, die ihm Malen beibringen soll. Na ja, gut, mach ich irgendwie mit. Spätestens nach der 2. Stunde Malen hat er natürlich überhaupt keinen Bock mehr, weil er weiß, ich muss das hier wahrscheinlich jede Stunde machen. Das macht ja gar keinen Spaß. Und wenn ich dann aber sage, ich habe hier einen Batman-Parcours für dich vorbereitet. Du bist heute Batman. Wir brauchen noch einen coolen Umhang. Pass auf, den habe ich hier für dich. Und dann gehen wir durch Batmans Welt. Und am Ende wartet eine Batman-Urkunde auf dich. Aber mein Drucker ist kaputt gegangen. Die müssen wir natürlich noch, also Batman ist ja schwarz, die müssen wir ja schwarz ausmalen, oder? Da steigt jedes Kind mit einer ganz anderen intrinsischen Motivation ein, wenn es natürlich erst Sport machen darf. Es darf wie Batman die Rutsche lang runterfliegen. Es darf wie Batman von Haus zu Haus hüpfen. Ja, also ich tauche in die Welt der Kinder ein. Und das bringt natürlich sehr, sehr schnell Erfolge. Weil ich dann natürlich auch sage, du pass auf, du hast jetzt hier einen Batman-Parcours gemacht. Du bist für mich Batman. Du kriegst von mir jetzt eine Urkunde, aber Batman ist auf meinem Papier weiß. Das ist doch doof. Wir malen ihn jetzt beide gemeinsam an. Das Kind malt von ganz alleine Batman an. Mhm. Und wenn ich dann sehe, wo die Schwierigkeiten sind, kann ich auch sagen, du weißt was, ich glaube, es ist einfacher für Batman. Und ich sage dann auch ganz oft, es ist einfacher für Batman oder für den Paw Patrol-Hund oder für das, was das Kind gut findet. Ich sage also quasi nicht, was das Kind besser machen kann, sondern was Batman besser machen kann. Und dann sage ich auch teilweise, guck mal, Batman hat den Ellbogen so weit weg. Nimm den doch mal ganz nah an den Körper ran und versuch nur mal so zu malen. Dann sage ich ja nicht gleich, du machst das falsch, sondern im Kopf des Kindes, was ja noch sehr spielerisch denkt, macht Batman es ja falsch. Und dann setzen die Kinder das auch einfacher um. Und ich habe binnen von 2-3 Stunden schon meinen Erfolg da. Logisch gibt es auch natürlich Krankheitsbilder, Störungsbilder, wo das länger dauert, weil es einfach irgendwie eine neurologische Ursache gibt. Aber ganz, ganz viele Dinge lassen sich wirklich über die Motivation des Kindes schon sehr, sehr gut beeinflussen. Und die kommen dann auch mit Spaß. Ja, und dann zieht sich das natürlich auch nicht so ewig. Und wenn ich dann so ein Vertrauensverhältnis habe und das Kind schon reinkommt, ja, ich habe heute Lust, ich möchte der und der sein, dann geht das natürlich einfach, dann flutscht es das natürlich. Ja, das ist wie bei einer Diät. Wenn du übelst auf irgendwas verzichten musst und neben dir einer sitzt und isst da McDonald's, was du so gerne isst,
ja klar, das zieht sich wie Kaugummi, so eine Diät. Wenn aber einer sagt, Mensch, ich habe hier coole Rezepte, guck mal, hier, da kannst du nebenbei, kannst du das noch essen, kannst du dies noch essen, macht doch viel mehr Spaß. Und so. Das ist ein guter Vergleich. Ja, also ich vergleiche das auch immer für die Eltern relativ bildlich. Ja, also eine Diät kennt ja irgendwie jeder. Ja, oder jeder sagt mal, ja. Oh Mensch, wir fahren in 2 Wochen in Urlaub, wir müssen irgendwie noch 2 Kilo abnehmen. Was vielleicht für den anderen völlig blödsinnig ist, ja. Aber sowas haben wir einfach schon mal erlebt. Und da versuche ich auch, dieses Verständnis, was ich brauche, dieses Gefühl dafür zu entwickeln, dass Motivation einfach auch für Ergotherapie im Bereich Kinder nicht wegzudenken ist. Das steht für mich ganz, ganz oben. Nicht das Ziel, was ich erreiche, sondern die Motivation muss da sein. Und dann geht es auch relativ schnell. Ja, das ist ja aber auch eine echte Kunst, dass du dich da so reinversetzen kannst und das dann auch verstehst. Ja. Also viele Eltern verstehen das ja oft nicht. Bist du denn schon mal dem Vorurteil begegnet? Das sieht ja aus wie normales Spielen. Nützt die Therapie denn wirklich was? Immer. Das Kind. Aber ich bin mittlerweile so, das habe ich ein Jahr lang mitgemacht, seit 11 Jahren sage ich ganz oft, also wenn das Kind jetzt nach der Therapie immer erzählt, wir haben gespielt, dann habe ich alles richtig gemacht. Und dann gucken die Eltern natürlich erstmal verdutzt. Und dann sage ich, ja, was ist denn ihr Alltag? Was ist der Alltag vom Kind? Das ist Spiel. Und das soll hier Spaß machen. Sie sollen ihr Kind hier mit Freude abgeben können. Sie sollen mit Vertrauen in mein Reich kommen und mitmachen und im Spiel lernen. Es gibt nichts Geileres, als über Spiel zu lernen. Und dann sagen die, okay, alles klar. Und dann kommen die Kinder raus, oh, wir haben jetzt so viel gespielt. Und dann bin ich natürlich gleich 10 Zentimeter groß und sage, ja, yeah, ich habe alles richtig gemacht. Es ist auch wirklich total schön zu sehen, mit was für einer Leidenschaft und Freude du das auch alles erzählst. Also ich glaube, die Kinder, die bei dir in der Therapie sind, können sich wirklich glücklich schätzen. Wie ist es denn, wenn man jetzt mit seinem Ergotherapeuten nicht so ganz zufrieden ist? Kann man da auch wechseln? Kannst du das Recht quasi zu sagen, halt stopp, es funktioniert nicht, besteht natürlich. Ich würde aber immer raten, auch den Kontakt zur Praxis zu suchen. Weil manchmal, ich hatte das in 12 Jahren auch schon 2-mal, ich bin mit dem Kind einfach nicht grün geworden. Der hat mich gesehen und hat gesagt, nee, mach nicht mit. Ich weiß bis heute nicht, warum. Ich mag und mochte den. Und ich habe auch quasi meiner Meinung nach nicht ausgestrahlt, dass ich irgendwie ein Problem mit ihm habe. Ja, es gibt ja so, manche Menschen sieht man, egal ob Kind oder Erwachsener, da sagt man, oh Gottes Willen. Also das haben wir ja alle. Ja. Und auch Kinder dürfen mal Vorurteile haben oder irgendwas. Und dann sage ich halt auch ganz, ganz oft, Mensch, wir gucken mal, wen wir anstelle dessen quasi anbieten könnten. Ja. Und ganz, ganz oft bin ich aber auch so, dass ich sage, Mensch, wenn irgendwas ist, ich möchte, dass du mit mir sprichst, du darfst hier Nein sagen, du darfst hier deine Grenzen auch sagen und nur, weil du hier bist, um von mir was zu lernen, heißt das nicht, dass du alles machen musst, was ich sage. Bitte sprich mit mir, du darfst dir alles sagen, ich bin dir niemals böse. Und ich glaube, das eine Kind, was ich wirklich abgeben musste, hat mich total getriggert. Also der hat mit Stiften nach mir geschmissen, der wusste ganz genau, wie er mich provoziert. Und damals, ich war Berufsanfänger. Der hat wahrscheinlich meine innere Wut ihm gegenüber, dass er mich mit Stiften beschmeißt. Und ich war in dem Moment so hilflos. Und ich glaube, das hat dann irgendwie auch zu so einer Diskrepanz geführt. Mittlerweile weiß ich, wenn mir was nicht gefällt, dann darf ich das genauso sagen und sagen, hey, warte mal, beschmeißt du Mama und Papa mit Stiften? Nein, ja, also dann wird es hier auch nicht gemacht. Ich beschmeiße dich auch nicht mit Stiften. So, ja, dass man auch einfach sagt, hey, halt, stopp. Ich bin hier ja eigentlich der das Ganze leitet. Klar, kannst du dich in einem gewissen Rahmen bewegen, aber das geht jetzt über meine Grenze hinaus. Und das muss man natürlich auch lernen, ja. Also Grenzen, grenzüberschreitendes Verhalten war das schon wirklich extrem. Also der hat dann irgendwann wirklich 20 Stifte genommen, hat mir die entgegengeschmissen und hat gesagt, du bist doof. Und ich stand dann da als Berufsempfänger und dachte, oh Gott, was mache ich jetzt? Oh Gott, ha, Hilfe. Und das war einfach, das hat mich, also ich glaube, das war meine Schuld, weil ich auch einfach nicht klar genug war und gesagt habe, hey, was soll das? Ich möchte das nicht. Was, ja? Und der hat mich dann so provoziert und die Mama hat dann auch gesagt, ja, der hat immer gar keine Lust. Und dann dachte ich, oh Gott, sie spricht es aus.
Ja, komm, wir gucken mal nach einem Therapeutenwechsel. Das macht man ja auch nicht als Berufsanfänger. Man fängt da gerade beim neuen Chef an und wird, man sagt ja dann auch nicht, also, nee, das passt irgendwie nicht mit dem Kind, können wir das bitte wechseln? Da denkt ja der, also, man denkt ja dann auch, Gott, was soll der Chef denken? Was soll die Mama denken? Ja? Mhm. Also, ich glaube, da muss man einfach auch gucken, was zu dem Kind passt. Und wenn es nicht passt, einfach offen drüber reden und sagen, also, ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwie einen Therapeutenwechsel anberaumen. Und dann ist das auch nicht so schlimm. Und auch in Therapie, Wechsel oder Praxiswechsel ist völlig in Ordnung. Aber ich bin immer für klare, offene Kommunikation. Das würde man ja bei einem Arzt zum Beispiel genauso machen, wenn man nicht zufrieden ist. Genau. Dann geht man ja auch nicht nochmal hin. Genau. Wie ist es denn? Das Thema Konzentration ist, glaube ich, in der Ergotherapie auch immer wieder ganz, ganz präsent. Hier konkret die Frage, wie kann ich meinem Kind helfen, sich besser zu konzentrieren? Da bin ich auch wieder bei meinem Leitsatz, und zwar: Innere Ordnung entsteht erst durch eine äußere Ordnung. Also ich vergleiche das auch immer für die Eltern sehr bildlich. Stellt euch vor, ihr müsst eine Steuererklärung machen. Die mache ich ja auch nicht am Strand, wo alle nebenher sich in der Sonne braten, spielen, toben, sondern ich brauche für meine Konzentration einen gewissen Arbeitsplatz. Ob er an einem ruhigen Ort sein muss oder an einem vollbeladenen Strand. Das ist von Person zu Person unterschiedlich. Aber ich kann mich zum Beispiel besser konzentrieren, wenn es ringsherum ordentlich ist. Ich kriege eine Meise, um es mal so zu sagen, wenn der ganze Schreibtisch voll ist, wenn das Büro irgendwie voll ist, dann denke ich, also dann lasse ich mich sehr leicht ablenken. Ich kenne aber Personen, die genau dieses Chaos brauchen, um kreativ zu sein. Also ich muss wirklich gucken, wie die äußere Ordnung vom Kind sein muss. Ja, mein Sohn zum Beispiel, der kann nebenbei beim Lernen Radio hören. Das stört den null. Der kann das komplett ausblenden. Ich würde mit Radio mitsingen. Och, erzählt er was, was heute früh passiert ist. Ich würde mich überhaupt nicht konzentrieren können. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir quasi nicht unsere äußere Ordnung auf das Kind projizieren, weil das kann eine ganz andere sein. Und dass man da einfach guckt, was braucht jetzt auch das Kind? Braucht es vor einer Konzentrationsaufgabe vielleicht ganz, ganz viel Bewegung, ganz viel Input, ganz viel Hüpfen, Trampeln, damit der Körper quasi auch dann irgendwie eine Pause braucht und das Gehirn seine Arbeit leisten kann? Adäquat, sage ich jetzt mal, ja? Also da muss man wirklich immer schauen, was braucht das Kind? Und nicht, was brauche ich, um mich zu konzentrieren? Mhm. Und dann kommt man ganz, ganz schnell auch ans Ziel. Und dann auch wieder die Motivation einzubinden. Ja, also wir haben jetzt hier ein Batman-Rätsel. Das müssen wir lösen, damit Batman seinen Fall lösen kann. Klingt natürlich cooler. Eins, du pass auf, du hast hier ein Rätsel, was du lösen musst. Du musst vom Anfang zum Ende kommen. Sieh mal zu, wie du das schaffst. Das ist genau die gleiche Aufgabe. Aber zwei ganz andere Signale, die bei dem Kind ankommen können. Und da bin ich quasi auch immer für Motivation und für auch Interessen wecken. Also ein Kind wird niemals Konzentration lernen, wenn ich es mit 5 Rätseln quasi bombardiere, die es eigentlich gar nicht cool findet. Sondern ich muss immer gucken, worauf hat mein Kind Lust, welche Art von Aufgaben liebt es und darüber quasi auch das zu trainieren, was es nicht so mag, aber dann immer mit der Motivation von Batman oder was weiß ich. Es ist voll witzig, wie du das jetzt gerade erklärt hast. Habe ich auch selber über mich nachgedacht, weil ich auch so ein Mensch bin. Ich brauche einfach auch Ordnung, um mich innerlich aufgeräumt zu fühlen. Also ich starte viel besser in den Tag, wenn die Wohnung ordentlich ist oder kann auch besser arbeiten. Und es ist aber ganz witzig, das überträgt sich auch schon so ein bisschen auf unsere Tochter, weil die mag zum Beispiel auch, dass Sachen immer gleich ablaufen zum Beispiel. Also ich habe mich wirklich beäumelt mit meinem Mann zusammen, als wir, ich glaube, das war am Abend mal, und wir haben halt unsere festen Plätze auf dem Sofa.
Und jetzt saß ich aber doch mal auf der anderen Seite. Ich weiß auch nicht warum, keine Ahnung. Ich glaube, auf der einen Seite, wo ich saß, hat sie irgendwas umgeschüttet, war halt noch nass. Und dann habe ich mich halt auf die Seite vom Papa gesetzt. Dann hat sie wirklich vehement drauf bestanden, ja, das dass der Papa sich jetzt bitte auf die Seite setzt und die Mama sich auf die andere. Ordnung, und das sein. Ist irgendwie so süß. Ich meine, da war sie jetzt gerade 1,5. Ja, also es ist jetzt nicht so, als hätte sie da schon großartig eine Routine für den Tag abgespeichert. Aber das war schon so fest drin, dass das nicht richtig ist, dass die Mama auf der Seite sitzt. Und da muss man halt echt gucken, was die Kinder so für ein Typ sind, glaube ich. Gell? Ja, und vor allen Dingen auch, also quasi auch Verständnis dafür haben. Ja, Also klar könnte man jetzt sagen, nein, ich bleib hier sitzen. Aber warum? Also ja, man kann ja auch einfach sagen, gut, okay, dann setze ich mich dahin. Wenn das für dich besser ist, dann setze ich mich halt dahin. Dann kommt, dann tauschen wir nochmal die Plätze. Ich bin immer so dafür, dass man halt auch guckt, ist es jetzt was, womit ich leben könnte, wenn man das jetzt wieder zurücktauscht? Oder ist es was, wo ich sage, nein, das ist jetzt hier eine Regel, das können wir nicht so machen, sondern dass man auch einfach da locker mit umgeht und sagt, ja komm, dann setze ich mich halt um. Hast recht, ich sitze ja da sonst immer. So. Ja, und nicht so ein Drama jetzt, sage ich mal, ausmacht und sagt, oder in die Diskussion geht. Das versteht ja ein 1,5 Jahre altes Kind nicht, dass das dann nass ist. Ja. Ja. Thema Konzentration geht ja auch mit dem Thema Stillsitzen einher. Ja. Das führt mich zu unserer nächsten Frage, und zwar, was kann ich unternehmen, wenn mein Kind nicht stillsitzen will? Also zum einen möchte ich ganz deutlich betonen, dass ich immer sage, dass Kleinkinder für mich eine ganz natürliche ADHS haben. Also ganz, ganz viele erwarten von ihrem 1,5, 2 Jahre alten Kind, dass es 10 Minuten am Tisch sitzt und isst. Könnte ich mich immer beäumeln? Kommt ganz oft, ja, mein Kind sitzt mit 18 Monaten nicht am Tisch, wirft mit Essen, steht andauernd auf, setzt sich hin, steht wieder auf. Leute, ganz normal. Ganz normal. Man muss, also es gibt einen coolen Leitsatz. Vielleicht interessiert das ja die Hörer auch. Ich sage immer, die Konzentrationslänge grob, also quasi überschlagen, auf die Minuten kommt man quasi, wenn man das Alter mal 2 nimmt. Das heißt also, meine 1 Jahre alte Tochter oder mein 1 Jahre alter Sohn kann 2 Minuten konzentriert eine Aufgabe maximal nachgehen. 2 Minuten. Wie lange sind für uns 2 Minuten? Das ist für uns nichts beim Armbrot. Ja? Und das als kleiner Richtwert. Das heißt also, wenn dein Kind ständig aufsteht beim Essen, kannst du höchstens etwas Schweres auf den Schoß packen, damit das Kind einfach quasi sich spürt. Und ich vergleiche das ganz oft mit wenn uns die Beine einschlafen, ja, dann müssen wir ja auch aufstehen und sagen, ich muss mal kurz die Beine ausschütteln. Und so ist das für Kinder, die spüren sich dann nicht mehr, das ist wie einschlafen und dann stehen sie kurz auf. Dann müssen sie mal rumspringen und dann können sie sich wieder setzen. Und wenn ich aber etwas Schweres, zum Beispiel ein schweres Kuscheltier zum Beispiel, auf den Schoß lege, dann spüre ich mich selber. Das nennt man tiefensensible Reize. Also Reize, die über Druck zum Beispiel nach innen gehen, damit ich mich im Raum spüre. Und das hilft ganz oft. Wenn man wirklich merkt, das Kind kann einfach nicht mehr stille sitzen, im Warteraum jetzt oder beim Zahnarzt oder so, ja, kommt das ja auch manchmal vor, dann kann man zum Beispiel den Körper mal ganz doll abklopfen. Auskitzeln ist auch so eine Methode, wo das Kind einfach diese tiefen, sensiblen Reize bekommt, die es braucht, um danach wieder stille sitzen zu können. Oder starkes Hüpfen, starkes Springen, schwere Sachen schieben, ziehen, Einkaufsbeutel mal tragen für Sekunden. Das sind alles Reize, die dann deinem Kind ermöglichen, danach eher eine ruhige Sache zu machen. Cool. Das ist auf jeden Fall ein hilfreicher Tipp. Da können bestimmt einige Eltern davon profitieren, die das Problem haben. Jetzt haben wir noch eine Frage, und zwar, wie bekomme ich mein Kind mit 2 Jahren trocken? Ist das Thema Trockenwerden überhaupt ein Ergotherapie-Thema? Würde mich an der Stelle interessieren. Also nicht zwingend, weil das natürlich auch eine gewisse Reife mit sich bringen muss. Ja, also ich brauche mit einem Kind, was überhaupt gar kein Interesse für eine Toilette hat, gar nicht das Training sozusagen anfangen. Ich bin sowieso kein Freund davon, ein Toilettentraining an sich zu machen, weil einfach die Motivation, wir sind wieder bei der Motivation, die muss da sein. Und wenn ich ein Kind ständig auf Toilette zwinge, was das für unnötig hält,
dann habe ich da eine negative Verbindung zur Toilette. Und dann dauert das alles ewig. Wenn ich aber spielerisch mein Kind mitnehme und sage, oh, Mami muss mal auf Toilette, kommst du mit? Guck mal, du kannst Mami mal die Hose runterziehen, zieh Mama mal den Schlippi runter, Mama setzt sich hin. Oh, hörst du das auch? Wenn ich das spielerisch mache, ohne Zwang, dann sagt das Kind irgendwann von ganz alleine, Mami, ich will auch. Oder Mami alleine machen. Oder ja, gibt mir das Zeichen. Und wir haben das quasi bei uns zu Hause so gemacht, auch im Alter von 1,5, 2, dass ich Töpfchen auf der Toilette hatte, im Wohnzimmer hatte, im Kinderzimmer hatte. Und immer wenn ich gesagt habe, oh, ich muss auf Toilette, kommst du kurz mit? Oder musst du auch? Ja, denn so das ging das von ganz alleine. Hose runter, Schlippi runter, hinsetzen, Pipi machen. Und das quasi so ohne Zwang. Ja klar, Binden sind teuer, man will die irgendwann loswerden. Es ist ja auch lästig, diese blöde Wickeltasche da immer mitzuschleppen. Kann ich völlig nachvollziehen. Aber wenn das Kind kognitiv nicht dafür bereit ist, selber zu spüren, dass da was drückt, dass da was kommt, dass das nass wird, dass das dreckig ist, dann ist das vergebene Mühe. Und dann mache ich mir mein eigenes Leben schwer. Ich bin selber viel, viel eher genervt und gestresst, weil mein Bedürfnis danach, dass mein Kind einfach sauber wird, wird ja nicht gestillt. Und das ist ja ein Teufelskreis, aus dem ich nicht rauskomme. Also einfach wirklich es annehmen. Wenn es das Zeichen gibt, Toilette ist mir wurscht, ich habe einfach da noch keine Verbindung zu, lassen. 3 Wochen später nochmal probieren. Ja, ganz oft ist dann natürlich auch das Problem, wenn die Windel um ist, merken Kinder ja auch nicht, dass es nass wird. Das heißt, ich würde sagen, jetzt wenn das Kind jetzt irgendwie so in diesem Alter ist, lasst jetzt die Windeln weg. Jetzt kommt der Frühling, jetzt kommt der Sommer. Lasst die Windeln weg. Da, wenn es dann jetzt läuft, bildlich gesprochen, das merken die Kinder ja. Ja, und dann ist auch der Wäscheberg natürlich nicht so groß. Ja, im Winter kann man das natürlich auch machen. Da merken natürlich die Kinder auch, es wird nass. Aber dann habe ich eine Strumpfhose, dann habe ich die Überziehhose, dann habe ich vielleicht noch einen Schneeanzug, den ich waschen muss. Das macht mir ja selber Stress. Habe ich nur eine Strumpfhose und einen Schlüppi, der nass wird, tauschen, waschen, fertig. Und dann bist du natürlich als Mama oder Elternteil, als Papa oder wer auch immer das da jetzt gerade zuständig ist, viel entspannter, wenn ich einfach selbst gelassen bin. Ja. Und das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, ein Kind muss ja mit 2 Jahren jetzt noch nicht zwingend trocken sein. Nein, also nein. 2 Jahre ist ja jetzt auch schon relativ früh. Also unsere wird jetzt im Juli 2 Jahre alt und die war tatsächlich schon 2-mal, stand sie vorm Klo und hat signalisiert, sie muss aufs Klo und das hat tatsächlich schon geklappt. Also ich war da selber voll überrascht, weil ich dachte so, hä? Wo kommst du denn her? Wie kommst du denn jetzt auf die Idee, gell? Aber das hat sie wahrscheinlich irgendwie bei anderen Kindern gesehen und hat sich das abgeschaut und wollte das dann auch mal ausprobieren. Und dann sage ich zwischendurch auch manchmal, wenn ich zum Beispiel auch zur Toilette gehe, wie du das jetzt gesagt hast, musst du auch große Mädchen pipi. Ja. Und dann kommt sie immer mit und sagt, ja, also meistens kommt da nichts, aber das ist ja genau, wir probieren es zumindest aus. Das ist ja genau das, was ich mit dieser Leichtigkeit meine. Ja, du nimmst sie mit und wenn nichts kommt, ach, weißt du was, versuchen wir es später nochmal. So, ja, also nicht auch so ein Drama draus mit zu machen. Mit den Windelhöschen geht das ja auch super, ne? Die kannst du ja runter und hochziehen und dann passt das ja total gut. Ja, und jetzt ist halt auch einfach die Zeit, um quasi das locker und leicht anzufangen. Ja, weil wenn ich mich selber so stresse und sage, das Kind muss doch, ja, dann wird es erst eh nicht. Das ist wie mit dem Abnehmen, sage ich. Also wenn du dir jetzt vornimmst, genau jetzt in den nächsten 3 Tagen 2 Kilo abzunehmen und dich übelst unter Druck setzt, wird das eh nicht, ganz vergessen. Die 2 Kilo fliegen, wenn du nicht mehr dran denkst. Da arbeitet der Körper gegen all. Ganz genau. Jetzt haben wir ja ganz viel über, sag ich mal, gewöhnliche Herausforderungen in der Ergotherapie gesprochen. Du hast aber vorhin auch schon gesagt, dass Ergotherapie ja auch bei der einen oder anderen körperlichen Behinderung tatsächlich hilfreich sein kann. Bei welchen denn, wurde hier gefragt? Also ganz oft begegnet mir zum Beispiel die Trisomie 21. Dann aber auch quasi wirklich Intelligenzminderungen, autistische, also man sagt ja Autismus-Spektrum-Störungen bis hin zum ADHS, ADS. Also das, was so für umgangssprachlich einfach eine Herausforderung ist, wird rein vom Gesetz her ja schon als entwicklungsverzögert gesehen und bekommt dann natürlich auch den entsprechenden
Therapiebedarf sozusagen. Ja, also die haben mit einer entsprechenden Diagnose sozusagen auch ganz andere Möglichkeiten. Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, dass im Normalfall so 60 Stunden Therapie als Normalfall gilt, habe ich aber eine Autismus-Spektrum-Störung, habe ich da natürlich ein ganz anderes Kontingent an Therapiemaßnahmen. Mhm. Also da muss man immer schauen. Es gibt auch für die kleinsten Dinge Diagnosen. Ja, also wenn mein Kind zum Beispiel jetzt nicht malt, gibt es auch die Diagnose vom Arzt Entwicklungsstörung der Feinmotorik. Das klingt erstmal sehr, oh Gott, mein Kind hat. Aber ja, das ist ja nur, weil der Arzt da was draufschreiben muss, damit die Krankenkasse es auch bezahlt. Ja, also da bin ich immer, bleibt ruhig. Das kriegen wir ja hin. Das ist ja jetzt nichts, was sehr lange braucht. Aber eine Autismus-Spektrum-Störung zum Beispiel, die bleibt ja. Das geht ja auch nicht weg. Und genauso wie die Trisomie 21, die ja auch uns Therapeuten quasi sagt, Mensch, wir müssen einfach Kind und Eltern vielleicht auch zeigen, wie Strategien den Alltag auch einfach erleichtern. Das ist ein schöner Abschluss zu dieser Frage. Weil man möchte es ja allen einfach leichter machen. Genau. Und dafür ist die Therapie dann ja auch gedacht. Wir sind schon am Ende von unserer Folge angekommen. Ich habe dir jetzt alle Fragen gestellt. Hast du denn zum Abschluss noch was du gerne an unsere Community loswerden möchtest? Ja, wenn die Community irgendwelche Fragen hat, bin ich natürlich auf Ergoling erreichbar. Ich versuche mal relativ zeitnah die Nachrichten alle abzuarbeiten. Und möchte da natürlich auch einladen, bei mir den einen oder anderen Tipp quasi für den Alltag, für die Motivation des Kindes mitzunehmen. Und möchte dir natürlich auch für die Einladung danken. Es hat mir wunderbar hier meine Zeit versüßt. Und ich hoffe, dass die Hörer da draußen viel mitnehmen konnten. Das ist immer mein eigener Anspruch an so einen Podcast. Da bin ich mir total sicher, dass das so ist. Und ich hoffe natürlich, dass wir künftig für Fragen rund um Ergotherapie wieder auf dich zukommen dürfen. Immer, dürft ihr. Für Folge 2 bin ich jetzt schon zu haben. Das ist gut zu wissen. Melli, ich danke dir vielmals. Das war ein ganz, ganz wunderbares Gespräch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Wow, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde Mellies Enthusiasmus so ansteckend, da hat man gleich direkt selbst Lust, Spielideen von ihrem Instagram-Profil auszuprobieren. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Gast, eine Podcast-Frage oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Ich bin schon ganz gespannt auf euer Feedback und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!